Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Etwas Gutes hat dieser Papstbesuch dann doch gebracht. Die evangelische Kirche in Deutschland, die auf Fortschritte bei der Ökumene gehofft hatte, ist schwer enttäuscht. Enttäuscht werden kann nur, wer sich vorher hat täuschen lassen. Und da fragt man sich schon, wie es gelingen konnte, die wackeren Protestanten nach fast 500 Jahren Erfahrung mit der römischen Amtskirche derart zu täuschen, dass sie ernsthaft geglaubt haben, man könne mit dem Vatikan über irgendetwas anderes als die totale Unterwerfung verhandeln. Aber immerhin ist diese Täuschung nun zu Ende. Wie sagt der Papst, Glaubenswahrheiten sind nicht verhandelbar. Und da hat er sowas von Recht. Und jeder, der schon mal in einer geschlossenen Anstalt jemand getroffen hat, der fest davon überzeugt ist, Napoleon zu sein, weiß das auch. Glaubenswahrheiten sind definitiv nicht verhandelbar. Natürlich gibt es einen Grund, warum der Vatikan zu den wenigen Staaten gehört, die die internationale Menschenrechtskonvention bis heute nicht unterschrieben haben. Menschenrechte lassen sich nun mal nicht mit der Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen vereinbaren. Und wenn das Oberhaupt einer Glaubensgemeinschaft, die jahrzehntelang den tausendfachen sexuellen Missbrauch von Kindern durch ihre eigenen Würdenträger nicht nur stillschweigend geduldet, sondern auch noch aktiv vertuscht hat, wenn der dann meint, anderen ins Gewissen reden zu müssen, entbehrt das nicht einer gewissen Komik. Richtig lustig wird es aber erst, wenn Bundestagsabgeordnete als intolerant beschimpft werden, nur weil sie keine Lust haben, einem Mann zuzuhören, der mit dem Anspruch auf die unverhandelbare Wahrheit seines Glaubens die Intoleranz geradezu verkörpert. In seiner ach so hochgelobten Rede vor dem Bundestag hat der Papst versucht zu beweisen, dass all unsere Moral- und Wertvorstellungen ohne einen Schöpfergott nicht denkbar seien. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Jeder soll glauben, was er will. Und jeder soll laut verkünden dürfen, was er glaubt. Das nennen wir Religionsfreiheit. Nur, wenn einer glaubt, damit sich die Menschen auf dieser Welt mit Respekt und Achtung begegnen können, müssten alle das gleiche glauben wie er, erlaube ich mir zu glauben, dass das ausgemachter Unsinn ist. Religionsfreiheit beinhaltet auch die Freiheit, keine Religion zu haben und trotzdem moralisch zu leben. So, und nächste Woche mache ich dann wieder was richtig Lustiges über jene kleine putzige Partei, deren Vorsitzender so verzweifelt gegen Denkverbote kämpft, dass zu befürchten steht, dass er demnächst selber mit dem Denken anfangen will. Bis neulich.